Auf den heutigen Dial-In freue ich mich ganz besonders, denn wir haben einen Kaffee von Tim Wendelbö aus Norwegen, einer der besten Röster weltweit, ein 100% Arabica aus Kolumbien, den wir als Turbo-Shot zubereiten werden. Es wird spannend. Diejenigen von euch, die im Spezialitäten-Kaffee-Bereich unterwegs sind, haben den Namen Tim Wendelbö wahrscheinlich schon mal gehört. Einer der bekanntesten Coffee-Professionals, die es so gibt. War unter anderem World Barista Champion in seinem eigenen Laden, mehrfach hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Von 2015 bis 2019 Best Nordic Roastery bekommen. Also unterm Strich kann man sagen, der Mann weiß wirklich, was er tut. Ist vor allem für helle, fruchtige, nordische Röstungen bekannt. Macht filigrane und sehr hochwertige Kaffees, importiert die auch selber. Also da ist schon Qualität dahinter. Was den Kaffee selber angeht, Finca Tamana ist der Kaffee, den wir uns heute anschauen, produziert von Elias Rohr. Wen Hintergrundinformationen interessieren, ich verlinke euch unten mal die Seite vom Herr Wendelbö und dort kriegt ihr noch viele, viele Informationen. Er kennt den Produzenten selber, war schon selber vor Ort, hat da also einiges drüber zu erzählen. Sonst, wie gesagt, aus Kolumbien, El Pital ist die Stadt, ist im Südwesten Kolumbiens angesiedelt, ist ein 100% Arabica der Varietät Catura und Veridad Colombia, also eine kolumbianische Varietät. Geerntet wurde er im Sommer letzten Jahres und das Geschmacksprofil lese ich euch jetzt nicht vor, weil ich will ja erstmal gucken, was ich schmecke. Ja? Immer wichtig. Auch für euch als Tipp, lest die Geschmacksbeschreibung immer erst, wenn ihr den Kaffee selber probiert habt. Sonst habt ihr schon so ein Mindset und schmeckt tendenziell nur das, was ihr gelesen habt. Wie dem auch sei. 250 Gramm von dem Kaffee haben jetzt für mich 17,90 Euro gekostet. Das heißt, wir sind bei einem Kilopreis von etwas über 70 Euro. Würde ich sagen, ist schon am oberen Ende der Schmerzgrenze. Ist jetzt aber auch nicht der teuerste Kaffee, den ich probiert habe hier bei mir. Nichtsdestotrotz eher was für Liebhaber. Aktuell bekommen tut man ihn bei uns im Sweet Spot Café in München. Natürlich auch online, verlinke ich euch auch unten. Vielleicht gibt es auch noch andere Röster, die den Kaffee zufällig gerade importiert haben. Da er eben aus Norwegen kommt, schwierig direkt zu beziehen. Muss man immer ein bisschen Glück haben. Aber unten findet ihr die Möglichkeit dazu. Schauen wir uns den Kaffee einfach direkt mal an. Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Gut. Gucken wir uns die Bohnen mal an. Ja, wenig überraschend bei einem Kaffee für 17,90 Euro. Bohnenbild schaut super aus. Also ich habe keine einzige Deformierung, keinen einzigen Bruch hier drin. Röstbild ist super gleichmäßig. Der Screen, also die Bohnengröße, super gleichmäßig. Aber was man auch sagen muss, ist wirklich eine sehr, sehr helle Röstung. Also ähnlich wie ein Filterkaffee. Bin ich gespannt, ob wir den hinbekommen, so dass es einem nicht die Schuhe auszieht in Sachen Säure. Aber das macht es ja gerade spannend. An dieser Stelle auch wie immer der Hinweis, eine Packung geht wieder zurück an meine Patreon-Community, die solche Verkostungen und Dial-Ins mit ihrem Beitrag ermöglichen. Wenn du das auch möchtest, wenn du mich unterstützen möchtest, dazu beitragen möchtest, dass der Kanal weiter wächst, sowieso abonnieren und liken. Und unten findest du die Links zu meinem Shop, Equipment-Empfehlungen, zu meiner Patreon-Seite und ja, machen wir weiter. Reden wir noch kurz über das Equipment. Ich werde heute mit der Eureka Mignon Magnifico arbeiten. Meine Descent mit einem 15 Gramm VST-Sieb drin, Doppelsieb. Und als Profil werden wir das Turbo-Shot-Profil nehmen. Das ist glücklicherweise bei der Maschine schon hinterlegt. Man kann es aber auch mit einer normalen, ganz klassischen E61-Brühgruppe oder was ihr auch immer da habt, reproduzieren. Das ist allerdings ein bisschen, ja, erfordert ein bisschen mehr Feingefühl. Den meisten von euch wird sich jetzt wahrscheinlich noch die Frage stellen, was ist ein Turbo-Shot? Der Turbo-Shot, ohne jetzt zu tief in die Details einsteigen zu wollen, ist einfach eine andere Art, einen Espresso zuzubereiten. Wie der Name schon sagt, läuft dieser Shot sehr schnell. Also statt den regulären 25 bis 30 Sekunden, von denen man immer so hört, arbeite ich beim Turbo-Shot nur mit 7 bis 15 Sekunden und auch mit einer relativ hohen Brew-Ratio. Das heißt, ich arbeite mit 15 Gramm Input, will 40 Gramm Output und das Ganze, wie gesagt, in 7 bis 15 Sekunden. Dementsprechend grob muss man dabei auch malen und dadurch, dass man sehr grob malt, ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, hat man eine gleichmäßigere Extraktion. Denn je feiner ihr werdet, desto mehr Widerstand bietet der Kaffee und desto höher wird das Risiko für Channeling, was wiederum in einer schlechteren Extraktion mündet, wenn ihr eben Channeling habt. Und je gröber ihr malt, also nicht
unbegrenzt, aber wenn ihr etwas gröber malt, ermöglicht ihr dem Kaffee eine gleichmäßigere und vor allem reproduzierbarere Extraktion, weil er eben nicht so viel Widerstand leistet und demnach auch nicht so sehr zum Channeling neigt. Ist ein recht komplexes Thema, der Turbo Shot, für euch jetzt einfach zum Merken unter der Bottomline: 15 Gramm rein, 40 Gramm raus in 7 bis 15 Sekunden. Alles andere würde ich, wenn eurerseits Interesse besteht, mal in einem gesonderten Video erklären. Wenn dem so ist, lasst es mir einfach in den Kommentaren wissen und dann werde ich mich dran setzen. Soweit so gut, das Wichtigste ist geklärt. Machen wir uns ans Kaffeebrühen. Also der Shot wird jetzt sehr schnell laufen. Er wird auch sehr viel spritzen, einfach dadurch, dass das Wasser da so schnell durchrennt. Davon darf man sich jetzt nicht irritieren lassen. Schaut nicht schön aus, aber schmeckt hoffentlich umso besser. Also ihr seht, wir haben teilweise diese klassischen, auf Channeling deuteten Spritzer. Wie gesagt, das ist einfach nur, weil der Kaffee jetzt so schnell durchläuft. Die Extraktion ist aber nichtsdestotrotz in aller Regel deutlich besser. Gut, schauen wir mal an, wie der Shot lief. War schon fast eine Punktlandung. Also wir haben jetzt 13 Sekunden gebraucht für 15 Gramm rein. 38,9 Gramm haben wir jetzt als Ergebnis raus, also quasi fast das, was wir wollten. Probieren wir einfach mal, würde ich sagen. Was die Crema angeht, die ist jetzt natürlich sehr hell. Zum einen, weil der Kaffee sehr hell geröstet ist, zum anderen, weil wir eine relativ kurze Extraktionszeit und eine hohe Brew-Ratio haben. Hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Crema an sich schmeckt ohnehin nicht. Also wenn man sie jetzt pur trinken würde, ist wie der Schaum auf dem Bier. Schaut schick aus, trägt ein bisschen zur Textur bei. Geschmacklich ist es jetzt aber keine Offenbarung. Von der Nase her super filigran. Also ist jetzt nicht so dieses klassische, röstige, volle Kaffeebomben-Ding, sondern wirklich ganz leicht, ganz floral, ganz blumig, aber trotzdem sehr angenehm. Ist eine Herausforderung. Also wirklich super, super fruchtig. Eigentlich fast keine Bitterkeit mit dabei. Eine ausgeprägte Säure, also ist schon ein spritziger Kaffee. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber auf jeden Fall spannend. Also auch wenn man sowas nicht, also für diejenigen von euch, ich mag es ja tendenziell gerne, aber auch wenn man sowas jetzt nicht unbedingt mag, ist es super spannend, sowas mal auszuprobieren und das Spektrum an Kaffee einfach zu erleben. Also, was machen wir jetzt? Er ist noch zu spritzig, er ist noch zu säurebetont, da ist noch nicht so viel Futter unten dran, ja? Wir sind jetzt schon bei 13 Sekunden. Ich würde jetzt mal gucken, dass wir vielleicht noch einen kleinen Tick feiner gehen, um vielleicht auf 15, 16 Sekunden zu kommen. Dann können wir im Anschluss eventuell noch mit der Temperatur ein bisschen arbeiten, wobei ich das Gefühl habe, dass er hinten raus schon so ein bisschen trocken wird. Also kann sogar sein, dass wir hier dann zu sehr in eine Überextraktion reinkommen. Ja, aber jetzt schauen wir es uns einfach an. Also was wir als erstes machen, mal gerade einen Ticken feiner, um wirklich auf die 15 Sekunden zu kommen und dann schauen wir nochmal weiter. Wir sehen schon, er läuft einen Ticken langsamer an wie vorhin. Er spritzt jetzt auch nicht mehr so. Wunderbar, Punktlandung würde ich sagen. Wir waren jetzt genau bei 15 Sekunden, bei 39 Gramm raus und 15 Gramm rein. Also genau da wollte ich eigentlich hin. Jetzt ist die Sache so, wie wir jetzt vorhin bei der Extraktion gesehen haben, der Druck geht auch nicht über 6 Bar. Das kann ich jetzt bei der Maschine einstellen. Wenn das eben nicht einstellbar ist, also wenn man den Druck bei einer Maschine nicht justieren kann, muss man eben mit dem Mahlgrad ein bisschen arbeiten. Also es geht auch mit einer klassischen E61 Brühgruppe, dass man nicht über diese 6 Bar drüber kommt, aber es erfordert halt ein bisschen mehr Feingefühl und man muss halt das Manometer im Auge behalten. Gut, schauen wir uns den Kaffee jetzt einfach an. Crema, ja, selbes Bild wie vorhin, relativ dünn, was normal ist bei einem hellgerösteten Arabica und auch wieder relativ hell. Dann probieren wir mal, gucken wir, ob wir die Säure ein bisschen schöner einbinden konnten. Er riecht schon etwas intensiver, etwas runder wie vorhin. Besser. Die Säure ist jetzt ein bisschen schöner eingebunden.
aber ist immer noch wirklich sehr fruchtig. Also wirklich muss man mögen. Ich mag es gerne, ich finde es spannend. Ist jetzt kein Kaffee oder kein Kaffeestil, den ich jeden Tag, den ganzen Tag brauche. Aber eben, um mal was Neues auszuprobieren, top. Also, für meinen Geschmack, ich würde jetzt trotzdem gerne gucken, dass ich die Säure noch ein bisschen reduziert bekomme, ein bisschen mehr Süße aus dem Kaffee raushole. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass bei dem Shot es schon anfängt, hinten raus leicht trocken und astringent zu werden. Das ist so ein Zeichen, dass ich in eine Überextraktion reinkomme. Das heißt, ich möchte den Kaffee jetzt nicht klassisch noch mehr extrahieren und länger laufen lassen oder mehr Wasser durchlaufen etc. pp., sondern ich muss gucken, dass ich die Süße irgendwie ein bisschen anders rauskitzel. Das geht einmal entweder über die Temperaturveränderung. Jetzt ist es so, dass ich in dem Profil schon eine abfallende Temperatur habe, was auch ungewöhnlich ist. Das heißt, ich fange mit einer relativ niedrigen Temperatur sogar an, ist jetzt bei 88 Grad. Wenn ich jetzt reingehe, sehe ich bei Phil, es sind sogar nur 86 Grad. Ja, es startet bei 86 Grad, die Präinfusion ist dann bei 82 Grad, Rise and Hold, also quasi Druck hebt sich an und wird dann gehalten. Da bin ich sogar nur noch bei 77 und dann beim Decline, also beim Abfall, bleibt es bei 77 und am Schluss auch. Also ich gehe von 86 Grad auf 77 Grad runter, was schon ein deutlicher Abfall an Temperatur ist, was jetzt so mit einer handelsüblichen Maschine leider auch nicht möglich ist. Ja, das heißt, ich könnte hier jetzt die Gesamttemperatur noch einen Ticken anheben, um zu gucken, ob ich über die Temperatur ein bisschen mehr Süße noch rauskitzeln kann. Wenn sowas auch nicht funktioniert, wenn ihr das auch nicht über die Temperatur schafft, bleibt doch noch die Möglichkeit, eine Blooming-Phase mit einzusetzen. Das bietet sich vor allem bei sehr hellen Kaffees an, weil diese Blooming-Phase, dadurch kann der Kaffee ein bisschen quillen. Also Blooming heißt, dass ich quasi vor der eigentlichen Extraktion den Kaffee einfach durchnässe und ihn dann quellen lasse. Ist jetzt hier nicht vorgesehen. Es gibt noch ein weiteres Profil, das heißt Turbo Bloom. Da ist diese Blooming-Phase mit drin. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir die Temperatur dahin kommen. Ich bin jetzt von 86 auf 88 Grad hoch, 2 Grad mehr. Ich würde jetzt sogar tendenziell mit Mahlgrad wieder einen Ticken gröber gehen, dass wir wieder eher so Richtung die 13 Sekunden kommen und dann nicht so viel rausholen. Vielleicht sogar auch eher nur 10 Sekunden, um eben diese Überextraktion zu vermeiden. Und dann gucken wir mal, ob das schon eine zufriedenstellende Änderung gebracht hat. Wunderbar, also wir waren jetzt bei 12 Sekunden, passt, 39,5 raus, 15 Gramm rein, wie immer. Und die Temperatur haben wir jetzt eben um 2 Grad erhöht. Die Temperaturveränderung, die ich gemacht habe, bezieht sich jetzt auf den kompletten Prozess. Also alle Temperaturen, die dahinter liegt, sind um 2 Grad höher. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was hierbei rauskam. Erscheinung von der Crema unverändert, wie beim ersten Shot. Ja, eine relativ dünne, helle Crema. Interessant, er riecht jetzt auch schon ganz anders. Also er ist auf jeden Fall intensiver wie Shot 1, wirkt ein bisschen ausgewogener wie bei Shot 2. Also es sind nochmal ganz andere Aromen rausgekommen. Bisschen karamellig, süßer auch, rote Beeren hat man so ein bisschen mit dabei. Interessant. Viel besser. Ja, super. Also, diese spitze Säure, also wenn man sich den Geschmack in so einem Verlauf vorstellt, das hilft immer ganz gut, einen Espresso so ein bisschen einordnen zu können. Und dann überlegt man sich im Zeitverlauf, also über den Verlauf von 2-3 Sekunden, was schmecke ich wann und wie intensiv schmecke ich das. Und bei den ersten zwei Shots, da war es wirklich so, da habe ich so einen Ausschlag am Anfang gehabt von Säure. Also es war vom Verlauf Säure-Peak, die ist dann ein bisschen abgeflacht, hinten dann ein klein bisschen Bitterkeit und Astringenz und dann ist das Ganze wieder ausgelaufen. Hier ist es jetzt viel runder. Also ich habe immer noch eine Säure, eine fruchtige Note mit dabei, aber die ist viel schöner eingebunden. Sie fängt von Anfang an, aber ja, hat keinen so Peak drin. Also ist einfach runder. Aber hier sind wir in einem Bereich, wo man sagt, okay, hier kommt es jetzt eigentlich auf die geschmackliche Präferenz an. Ja, was möchte ich? Ich bewege mich schon in dem Korridor, wo es lecker ist. Wie es dann für mich perfekt ist, individuell, muss man dann halt immer ein bisschen schauen. Die Sache ist halt die, ich habe jetzt auch kein High-End-Equipment, was die Grinder angeht. Ja, das sind Home-Use-Grinder, sowohl die Mignon als auch die Niche.
Und die sind von ihrer Partikelverteilung nicht so akkurat, wie es jetzt zum Beispiel bei einer EK43 oder bei einer Titus Nautilus oder sowas ist. Ja, also wirklich High-End-Grinder. Da kann man natürlich nochmal ein viel klareres Geschmacksbild rausarbeiten, insbesondere bei solchen Kaffees. Aber es ist wirklich schon absolut in Ordnung und spannend. Hm. Ja, wunderbar. Also, Fazit zu dem Kaffee von Tim Wendelbö. Super spannend, super interessant, aber auch wirklich fordernd. Sowohl in der Zubereitung, keine einfache Geschichte, als auch beim Verkosten. Also es ist wirklich ein Kaffee mit ausgeprägter Frucht, einer wirklich präsenten Säure, der schon ein bisschen was abverlangt, wenn man da wirklich einsteigen möchte. Er hat hohe Anforderungen ans Equipment, also mit einem 0815 De'Longhi Dedica und einer Creve CM800 wird man das nicht hinbekommen. Man braucht da schon ein gewisses Equipment für, um mit so einem Kaffee ordentlich arbeiten zu können. Man könnte ihn auch als Filterkaffee brühen oder probieren. Funktioniert sich ja auch sehr gut mit dem Kaffee. Aber es ist, wie gesagt, schon eher was für Liebhaber. Bei dem Preisgefüge muss man sich das überlegen, ob man da bereit ist, ein bisschen rumzuspielen. Weil man muss einfach auch ausprobieren mit so einem Kaffee und gucken, in welche Richtung geht das Ganze, was braucht der Kaffee. Und da kann es halt schnell sein, dass die 250 Gramm schneller weg sind, als man schauen kann. Also für mich, es wäre jetzt nicht mein Daily Driver, ist jetzt kein Kaffee, den ich täglich trinken muss, auch wenn ich es super interessant fand und super spannend, mal so einen qualitativ hochwertigen und hell gerösteten Kaffee zu probieren. Es ist aber auf jeden Fall ein Erlebnis und das ist das Schöne beim Kaffee, dass es ein so großes Spektrum an verschiedenen Aromen und Möglichkeiten gibt, dass für jeden Geschmack was dabei ist und wer auf helle, fruchtige Geschichten steht, go for it. Lohnt sich. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit. Ciao.